Chat, ich habe noch eine Sache, worüber wir mal reden müssen. Weil das die letzten Tage in den YouTube-Kommentaren sehr viel besprochen wurde. Aber um einfach mal auf diese Thematik zu kommen, weil das in den, also in den YouTube-Kommentaren wirklich sehr, sehr häufig angesprochen wird, also wirklich doch sehr häufig, wo dieser Fanatec-Hate herkommt. Und ich möchte da mal ganz kurz ein, zwei Dinge aus dem Weg schaffen. Also erstens ist das kein Hate oder Hass oder Boykottieren oder sonstiges dergleichen bei Fanatec, sondern einfach die Wahrnehmung, die ich habe, nachdem ich sehr viele Geräte nun von Fanatec schon getestet habe über die letzten Jahre und sie leider an gewissen Stellen doch sehr mangelhaft sind. Um das mal ganz kurz zu erklären, Fanatec hat ja aktuell mit der CSL DD für 399 Euro auf dem Markt das beste Angebot, um einen Einstieg zu bekommen ins Simracing. Also damit verstoßen sie auch alle Riemen-angetriebenen und Zahnrad-angetriebenen Wheelbases, die existieren. Also einen T300 lohnt sich nicht mehr zu kaufen, weil für 399 Euro, das ist ein bisschen mehr als beim T300, kannst du dir halt eine kleine DD kaufen von Fanatec. Jetzt kommt aber das kleine bis mittelschwere Aber an der ganzen Sache. Je höher wir in den Preissegmenten gehen bei Fanatec, desto weniger Qualität kriegst du für dein Geld geboten. Was für mich halt an der Stelle immer sehr, sehr wichtig ist, ist, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie für ihr Geld mehr Sachen bekommen können. Beispielsweise könntest du bei den Clubsportpedalen, die sehr häufig gekauft werden, könntest du dir definitiv eine Alternative zulegen, anstatt dir die Clubsport zu kaufen, die super wartungsunfreundlich sind, die nach einer ganzen Weile beim Fahren nicht mehr so wirklich sehr schön zu fahren sind, weil dort immer so Quietschgeräusche drin sind etc. pp. Das ist jetzt bei meinen passiert und auch bei anderen Menschen, die mir nahestehen und die auch gefahren sind. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, das vernünftig wieder zu fetten, weil du so viel auseinanderbauen musst, dass das ein riesiger Hassel ist, das jedes Mal zu machen. Wenn wir uns mal den Quick Release angucken, zum Beispiel bei der DD1 und 2, der hat seit Jahren ein sehr großes Problem, dass er ständig anfängt zu knarzen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Es gibt Menschen, die haben das nicht. Also habe ich auch schon gehört. Ich persönlich bin jetzt viermal eine DD1 gefahren von Fanatec und alle vier haben geknarzt. Und bei den Lenkrädern beispielsweise, also auch wenn das BMW-Lenkrad einen sehr guten Eindruck macht und qualitativ doch sehr hochwertig ist, ist das auch so ein Produkt, wo man sagen könnte, jo, kannst du kaufen, aber dann bist du wieder in demselben Kosmos drin, nur um das BMW-Wheel zu fahren. Und ich sag mal so, für 1400 Euro, was jetzt eine DD kostet, hast du die Möglichkeit, dir auch eine andere Wheelbase zu kaufen. Sei es eine Moser Wheelbase, sei es eine VRS Wheelbase, sei es eine Simocube Wheelbase, sei es eine Azitec Wheelbase, wo du die Möglichkeit hast, einfach mehr Qualität für dein Geld zu bekommen als bei Fanatec. Wobei ich persönlich auch sagen muss, dass ich das Fanatec Force Feedback nicht sehr schön finde. Das ist sehr, ich sag mal, brachial und nicht wirklich sehr feinfühlig. Also selbst der Wechsel von der DD1 auf eine Simocube 2 Pro damals bei mir war ein himmelweiter Unterschied und ich denke, das können viele Leute bestätigen, wenn sie das mal gemacht haben oder mal woanders gefahren sind. Also grundsätzlich würde ich euch empfehlen, was anderes zu kaufen im höheren Preissegment. Ihr kriegt mehr für euer Geld. Jetzt haben wir natürlich auch noch das Konsolenargument im Raum stehen. Das wird auch immer mit angeführt, weil Fanatec die Möglichkeit hat, an der PS4 oder PS5 und auch, wenn ich mich recht entsinne, an der Xbox zu funktionieren. Da gibt es aber auch Adapter, die man sich kaufen kann. Das ist jetzt wieder eine Sache, die man dann extra holen müsste, die so preislich bei 100 Euro angesetzt sind. Und da kannst du auch deine Lenkräder anschließen und die dann benutzen. Also das ist auch leider kein Argument mehr, sich Fanatec zu kaufen. So, also summa summarum, ist es jetzt Hate? Nö, es ist einfach nur darauf aufmerksam machen, dass ihr für euer Geld das Maximum einfach rausbekommt. Denn wir haben mittlerweile die Möglichkeit, seit ein paar Monaten, dass die Auswahl einfach riesig groß ist an Produkten, die du kaufen kannst. Also vor vielen Jahren gab es nur Thrustmaster, Logitech, Fanatec und dann kam irgendwann Simocube dazu. Und viel Optionen gab es nicht. Und heute gibt es aber mehr als genug Optionen, wo man sich halt breiter aufstellen könnte und andere Sachen kaufen kann.
Ich kann auf der anderen Seite aber auch nachvollziehen, dass die meisten Leute nur Fnatic kennen, weil sobald du in den GT-Sport reinkommst, wirst du überhäuft mit Fnatic-Werbung. In der SRO wirst du damit überhäuft, in ACC wirst du damit überhäuft, selbst in iRacing ist die Werbung drin. Werbung ist immer gut und schön, nur es gibt auch Produkte, die machen weniger Werbung und da wird das Marketingbudget nicht oben drauf geschlagen und du kriegst halt ein bisschen mehr dafür. Also nett gemeinter Hinweis, achtet darauf, was ihr kauft, für euer Geld. Punkt. Dann haben wir das nämlich auch endlich mal aus dem Weg geschafft. Dann kann man jetzt nämlich immer sagen, hier, kannst du ja angucken.